Der Alte Markt bildete einst das Zentrum der Stadt Potsdam. Unter Friedrich II. Wurde er von prachtvollen Bauten im italienischen Stil gesäumt, was diesem Ort die Anmutung einer römischen Platzanlage gab. Auch das alte Rathaus ließ Friedrich II. Hier in italienischem Stil errichten. Doch es war nicht der erste Rathausbau an dieser Stelle. Das alte Rathaus ist als vierter Rathausbau vis-à-vis des Stadtschlosses unter Friedrich II. Errichtet worden von seinen Baumeistern Jan Baumann und Christian Ludwig Hildebrand. Und Friedrich II. Hat sich für das alte Rathaus an Andrea Palladio orientiert, an dem Palazzo Angarano, den dieser für Vicenza geplant hat. Und um zwei Achsen verkleinert, hat Friedrich mit seinen Mitteln und seinen Maßstäben entsprechend hier das Gebäude für Potsdam errichten lassen. So ist die Fassade durch 8 kolossale korinthische Dreiviertelsäulen gegliedert. Über den 2 Hauptgeschossen erhebt sich zusätzlich ein Halbgeschoss, worauf mehrere Sandsteinfiguren stehen, die unter anderem den Handel, die Wachsamkeit und die Gerechtigkeit verkörpern. Ein runder Turmaufsatz mit einer kupferverkleideten Kuppel schließt das Gebäude ab. Hierfür soll auch das Amsterdamer Rathaus Vorbild gewesen sein. Ganz oben auf dem alten Rathaus thront der Atlas, der die Weltkugel auf seinen Schultern trägt. Diese Atlasfigur, ursprünglich aus vergoldetem Blei, ist noch zu Lebzeiten Friedrichs des Großen auf den alten Markt herabgestürzt. Deshalb wurde sie dann durch eine aus Kupfer getriebene, ebenfalls vergoldete, aber innen hohle Figur ersetzt. Das Gebäude wurde lange als Rathaus genutzt. Zeitweilig diente der Turm auch mal als Gefängnis. Ab 1840 hatte die Sparkasse in diesem Haus ihren Sitz. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte dann der Potsdamer Museumsverein hier erste Ausstellungen. Im Zweiten Weltkrieg ist das alte Rathaus stark beschädigt worden, wurde aber in den 60er Jahren wieder aufgebaut. Fortan nutzte man es als Kulturhaus. Damals entstand auch der moderne Zwischenbau, der das Rathausgebäude mit dem Knobelsdorfhaus verbindet, das sich der Architekt des Schlosses Sanssouci bereits 1750 als Wohnhaus errichten ließ. Erneut umgebaut, beherbergt der gesamte Gebäudekomplex heute das Potsdam-Museum, das seit August 2012 die Besucher zu einer Sonderschau über Friedrich II. Und seine Stadt einlädt. Die Ausstellung präsentiert bis zum 2. Dezember 2012 den König als städtischen Bauherrn sowie als Förderer des Potsdamer Manufakturwesens. Die Schwerpunkte in der Ausstellung sind zum einen die städtische Architektur. Friedrich hat ja als Höhepunkt den gesamten alten Markt geplant mit den umliegenden Bauten. Er hat aber auch insgesamt 600 Bürgerhäuser in Potsdam erbaut. Zudem war er sehr daran interessiert, auch die Wirtschaft in Potsdam voranzutreiben. Und wir haben einen zweiten Schwerpunkt in der Ausstellung gesetzt auf die Wirtschaftsgeschichte, Manufakturwesen. Friedrich war also sehr daran interessiert, auch vor Ort zu produzieren, Seide, Glas, Fayence, Möbel vor Ort herstellen zu lassen, natürlich für den eigenen Hof, aber auch Gebrauchsgüter sind in diesen Manufakturen erstellt worden. Einige der in der Friedrich-Ausstellung gezeigten Objekte und auch technische Neuheiten wie dieser Multi-Touch-Tisch werden in die zukünftige Dauerausstellung des Potsdam-Museums überwechseln. Ab dem Spätsommer 2013 wird im ersten Obergeschoss des Hauses auf rund 700 Quadratmetern die Stadt- und Kulturgeschichte Potsdams erfahrbar sein. Wir sind jetzt in der Situation, nach sehr vielen Umzügen, die das Museum in den letzten Jahrzehnten hinter sich gebracht hat, wirklich mit einer langen Perspektive zu planen und auch in der Lage zu sein, die Sammlungen zu zeigen, sich dauerhaft in der Stadt als Stadtmuseum auch zu präsentieren, für die Bürger der Stadt da zu sein, aber auch für die vielen tausenden Touristen, die ja jährlich nach Potsdam kommen. Das ist natürlich eine schöne Perspektive, nach den vielen Jahren des Wandertums jetzt einen Ort zu haben und eine Ausrichtung auf ja, viele Jahrzehnte.